Hallöchen und willkommen zurück zu Loop Hero. Yeah. So, ich hoffe, das war enthusiastisch genug. Wir haben den ersten Zwischenboss gespawnt. Und sind auf jeden Fall auf dem Weg dorthin. Wir könnten hier noch die Beschwerkunst verbessern, die Skelettstufe aber wieder senken. Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Der Dödel. Nee. Passt schon. Den Vorort nehmen wir noch mit. Den Fluss werden wir jetzt dann gleich hier rumschlängeln. So, Vororte gibt es nicht mehr. Aber 22 Bonus-EP für jedes Monster, das wir hauen, ist auch nicht verkehrt. Ein Dickicht. Genau das kann ich brauchen. Den Berg nehme ich auch. Halt, das ist ein Felsen. Jo, Flussdickicht, danke. Dann baue ich hier natürlich das Dickicht rein, damit das gleich mal dreimal getriggert wird. Bluthain. Ja. Ah, hier. Die Teile müssen weg. Bin gerade rechts am Gucken gewesen. Also, bei einem rechten Ring. Nee. Muss nicht. Noch ein Dickicht. Nice. Die Beschwerkunst kann ich da weder rechts noch links rausnehmen. Ah, vergessen. Ja, komm. Hauen wir mal einen Lichttempel weg. Oder Lichtpalast, kein Tempel. Nice. Nochmal ein Level up. Das könnten wir eigentlich schon mitmachen. Ja, komm, nehmen wir. Oh, vier Viecher. Ein kleiner Bogenschütze, der uns hilft. Na, warte mal. Das ist dich. Nö. Das Bergmassiv ist schon interessant. Das ist nur Regen. Brauchen wir nicht. Ja, besseres Buch nehmen wir. Weil den Wald könnten wir schon noch hier unten hinklatschen, komm. Das Ding nehmen wir auch mal mit. Schadet nicht gegen den Zwischenboss. Ja, da haben wir noch mal ein bisschen live abgestaubt. Oh, das ist ja nochmal besser. Nice. Statt Ausweichen, Verteidigung. Na, sehe ich nicht. Alright. Das sind meine gestärkten Skelette. Ich krieg 27 mal weniger Schaden. Falls er uns angreifen sollte. Oh, wir haben nur einen. Oh, wir haben nur zwei Skelette maximal. Aber das hat letztes Mal auch schon geklappt. Und wie man sieht. Es läuft auch wieder. Er hat uns doch nicht einmal angeknackt. Nicht mal hier in unsere magischen TP gehauen. Passt rein. Danke. Was hast du Gutes für uns? Beschwerkunst ist ein bisschen höher. Jo. Und hier. No. Brauchen wir nicht. Dann könnten wir eigentlich auch vom rechten Ring die Beschwerkunst rausnehmen. Und ein bisschen Skelettlevel noch dazu packen. Ja, sieht gut aus. Da wäre nochmal Beschwerkunst drauf. Oh, ich muss gleich
Ah, dauert noch. Wollen wir das noch irgendwo hinklatschen? Ja komm, lass uns das mal hier hinstellen. Ja, Boss Nummer 2 ist auch fast da. Ich würde schon noch gerne irgendwie so eine Schmiede mit reinklatschen. Komm, lass uns hier noch eine machen. Na, mal gucken, in was sich unsere Vororte umwandeln gleich. Ein Bluthain könnte ich wirklich hier noch brauchen. Aber könnten wir eigentlich auch brauchen für die Bosse, ne? Das wäre, glaube ich, noch eine Idee. Dann müsste ich hier einen Dickicht hinsetzen. Und das hier noch löschen. Oh, da hätte ich kein Dickicht gebraucht, wenn ich das gelöscht hätte. Ah, das war verschwendet. Das war verschwendet. Mist. Solche klitzekleinen Fehler nerven mich. Die können run-entscheidend sein. Es ist einfach so. Und wir brauchen definitiv mehr Skelette auf dem Feld. Das ist auch was, wo wir uns definitiv noch verbessern müssen. Halt, Dickicht nehmen wir. Weil wir mit dem Setzen vielleicht auch immer warten können, bis der aktuelle Loop abgeschlossen ist. Einfach um jedes Mal wieder ein bisschen mehr Erfahrungspunkte zu kriegen. Danke, danke, danke. Allerdings fallen dann auch ein paar Karten links runter. Wir hätten hier noch einen Hain. Da könnten wir dann auch mal ein bisschen was angehen. Hier zum Beispiel, wenn das hier weg wäre. Aber ich muss zuerst allererst das hier löschen. Man könnte ihn hier noch hinsetzen und dahinter eine Ruine. Ich könnte auch hier oben da noch einen Bluthain reinmachen. Und einfach da oben weiterbauen. Ah, da wäre der Bluthain aber nur für eine weitere Ruine. Ja, wir warten erstmal noch ein bisschen. Ich will jetzt auch den zweiten Boss nicht sofort triggern. Die Beschwerkunst möchte ich nicht verlieren eigentlich. Ja gut. Da geht mir aber auch Beschwerkunst flöten. Müssen wir woanders reinholen. Hier zum Beispiel. Danke. So einfach löst sich ein Problem. Manchmal zumindest. Manchmal geht's echt leicht. Ah, ich hätte warten sollen. Ich bin so ungeduldig. Wenn da ein bisschen Zeug links runterfällt, ist das kein Problem. Okay, unser Tank ist draußen. Ast rein. Die ganzen farblosen Sachen. Ah. Nice. Grenze des Unmöglichen könnten wir machen. Oder Heilung, wenn unsere Skelette sterben. Wir nehmen jetzt mal die Heilung. Ist dann auch beim Boss recht interessant, würde ich sagen. So, das war der Loop. Dann können wir mal gucken. Hier noch ein Dickicht dazu.
Bei den Bergen muss ich langsam mal aufpassen. Den Hain platzieren wir jetzt auch. Und zwar hier. Ich denke mal nicht, dass wir den jetzt triggern, obwohl wir da drin stehen. Passt. Oh, Glück gehabt. Nice. Ruinen und Fluss. Das kommt mir zugute, genauso wie das Vergessen. Dann nehmen wir das schon mal raus, falls wir noch einen Bluthain kriegen. Die Ruinen... machen wir hier hin. Der Rest ist momentan nicht wichtig. Ah, unsere drei Standardskelette. Ja, das da oben kann auch bleiben. Kein Problem. Das passt genauso hin, wie es gekommen ist. Noch ein Flüsschen. Noch ein Flüsschen. Jo. Und ein Dickicht. Ja, läuft. Halt, was ist das hier? Das erhöht unsere Skelettstufe um nichts. Warte, aber das wären 4,65. Und hier oben haben wir 4,73 oder so. Schade. War ich schon ein bisschen happy, dass wir das gezogen haben. Ey, der Bluthain für den Boss. Nice. Ja, nur noch eins unserer Standardskelette ist am Start, also unserer gestärkten Anfangsskelette vom Skill. Skelette momentan. Das würde unsere Skelettstufe erhöhen, aber unsere Maximalanzahl an Skeletten wieder senken. Ausweichen? Ja, gucken wir gleich mal. Nochmal nach. Ja, ersetzen wir den da. Da verlieren wir keine Skelettstufe, aber kriegen ein bisschen andere Boni dazu. Das Vampirschloss ist jetzt gerade irrelevant. Könnte man aber noch hier hinsetzen. Na, hoffentlich beißt uns das nicht in den Arsch, falls wir überhaupt noch mal da oben rumkommen. Das ist ja wieder die andere Sache. Okay. Planungsmodus an. Würden wir unsere magischen TP erhöhen. Da hätten wir allerdings nochmal ausweichen dabei. Okay, dann nehme ich lieber das Ausweichen mit. Ja, da kommen noch ein paar Monster. Los! Bogenschützen, haut die Scheiße weg da! Die Vororte kann ich natürlich überhaupt nicht brauchen. Da wäre die Skelettstufe nochmal dabei. Die nehmen wir auch mit. Oder nochmal ein Skelett extra. Ah, nee, Beschwerkunst fehlt uns dann. Damn! Alright. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber... hilft nicht. Lassen wir jetzt erstmal kurz weg. Das bauen wir noch. So. Und damit geht's zum Boss. Problem ist, wir haben nur drei Skelette. Na du? Wir hören nicht auf. Okay, Daumen drücken.
Wir regenerieren halt während des Kampfes auch nur Leben, wenn ein Skelett von uns verreckt. Und wenn wir natürlich unsere Tränke trinken. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nice. Nicht hinnehmbar. Du kannst so wütend sein, wie du willst. Dein Zorn hält mich nicht auf. Ich bin wütend, aber nicht auf dich. Mir wurde solche Macht verliehen, doch ich bin ihrer nicht würdig. Ich kann keinen einzigen Dummkopf überzeugen, seine Waffe zu senken. Eine weitere Dienerin Gottes wird meinetwegen sterben. Nein, diesmal werde ich deine Leiche verbrennen. Gehab dich wohl. Verbrenn sie, schneide sie in Stücke, begrab sie. Das macht keinen Unterschied. Ich bin der Glaube selbst. Meinst du, du kannst den Glauben töten? Nein, aber ich denke, ich habe viel von dir gelernt. Ich werde glauben. Ich werde glauben, dass diese Welt eine Chance hat. Und daran glauben, dass ich Erfolg haben kann. Wunderbar. Ach ja. Was ich auch glaube. Apropos Glauben, ne? Ich glaube, der Endboss sind wir. Ich glaube, die ganze Chose, die sich hier abspielt, das passiert gar nicht wirklich. Ich glaube, das bilden wir uns alles nur ein. Wäre zwar ein bisschen schade von der Story her, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es am Ende dann so ist. So wäre. Wie auch immer man das formulieren möchte. Wir können uns eigentlich nichts Neues hier antun. Da würden wir zwar die Beschwörkunst haben und eine bisschen höhere Skelettstufe, aber wir würden wieder auf 2 Skelette runtergehen. Ah, das kannst du nicht machen. Das können wir einfach nicht machen. Das ist das Problem. Ja gut, so viel mehr ist das auch nicht. Das auch nicht, gut. Dann bauen wir mal fleißig so weiter, wie wir gerade unterwegs sind. Loop 7, Skelettstufe 7,8. Kann man mal so machen. Wir haben einen vergessen gezogen, nice. Dann können wir doch gleich mal das Goblin Camp hier zerstören. Den Fluss bauen wir weiter, natürlich. Das Dickicht setzen wir schon mal hier hin. Den Hain, ja gut. Bauen wir dann hier hin, wenn wir da nochmal mit einem Vergessen hinkommen. Ein Bluthain, hey! Ja, und hier erhöhen wir unsere Skelettstufe nochmal. Nice. Darum sind die Farblosen einfach besser, weil die Skelettstufen extremst viel höher sind. Ich brauche noch irgendein Waldstückchen, würde ich sagen. Wobei ich da oben nicht wirklich was reinklatschen kann. Der ist schon im Bluthain. Das ist nice. Der ist im Bluthain. Ja, dann müssen wir eigentlich... Ja, vielleicht hier noch mal ein bisschen was aufbauen. Blöder Goblin. Hey! Ein Fluss. Nice. Und den Wald, den ich haben wollte. Da könnten wir... Oh. Okay, machen wir hier. Dann setzen wir dort den Bluthain hin. Oder hier, dann hätten wir rechts ein und links. Hm. Kommt aufs Gleiche raus. Ja, machen wir hier hin. Ah, der Rest ist dann erstmal wurscht. Ah, da kommen auch schon die Ruinen. Als hätte ich sie bestellt, ne? Ja, setzen wir hier hin, damit wir da gleich mal durchlaufen und ein bisschen Bonusressourcen mitnehmen. Wobei das ja natürlich nicht das Ziel ist jetzt gerade. Das ist exakt der gleiche Ring wie links, nur dass der ein Level höher ist. Also manchmal fragst du dich schon, warum das Level besser ist, wenn der Ring nicht besser ist. Aber mei! Kannst du nicht ändern.
Musst damit leben. Beim Berg bauen wir noch ein bisschen an. Ja, nice. Oh, der Fluss. Gib mir da ruhig noch ein paar Flusskarten. Nice, da ist noch eine. Ah, das ist auch nice, dass wir hier heilen jedes Mal, wenn einer unserer Skelette drauf geht. Oder ein Nest unserer Skelette. So, was hätten wir denn hier jetzt Schönes? Dauerhafter Bonus von 0,5 pro beschworenem Skelett auf die magischen TP. Nice. Also jetzt kriegen wir die Sachen, die wir auch wirklich gebrauchen können. Jetzt kommen die magischen TP auch mal in Fahrt. Dann haben wir hier einen vergessen. Das brauchten wir doch für irgendwas, oder? Oder haben wir das schon benutzt? Ja, halt, das wollten wir vergessen. Und noch einen Hain hinmachen. Dann hier noch Dickichte. Jo. Das ist auch okay. Der nächste Boss ist noch nicht so nah. Ich glaube, die Teile lassen wir jetzt auch langsam mal. Und konzentrieren uns lieber auf andere Sachen. Alter, wir brauchen mehr Skelette. 3 ist schön und gut, aber 4 wären dann doch nochmal ein bisschen besser. 4 sind besser als 3, wer hätte es gedacht? Oh, gib mir den Tank. Nice. Der hält aber auch nicht lange aus. Okay, was hätten wir hier? Ja, nicht allzu gut. Komm, hau den Dicken um. Ja, das ist jetzt marginal besser. Und kartenmäßig haben wir auch nicht wirklich was Prickelndes gekriegt. Noch ein Hain. Ah, ein Dickicht. Ein Dickicht nehme ich natürlich. Komm, gib mir irgendwo Skelett plus 1. Gibt's doch nicht, dass wir das nicht angeboten kriegen. Warte mal, Ausweichen sinkt. Ja. Beschwörkunst und Skelettstufe. Ja, das steigt ein klein bisschen. Oh, nice. Maximale Anzahl an Skelette. Ja, die Skelettstufe bleibt ungefähr, aber die Beschwörkunst ist höher. Da können wir uns irgendwo von Beschwörkunst verabschieden. Bei dem Ring zum Beispiel. Da können wir dann vielleicht noch so einen reinklatschen. Oder einen mit Skelett plus 1. Haben wir da schon einen? Am Start? Nein. Gerade nicht. Hey, noch eine Schmiede. Komm. Die nehmen wir einfach hier mit rein. Warum auch nicht? Ich stehe auf die Teile. Alter, wieso haben wir nur noch 700 live? Gosh. Da steigt die Skelettstufe. Könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, ja. Machen wir schon mal rein. 200 magische TP. Krass. Passt schon. Unsere Helferlein sind wieder am Start. Nice. Okay. Nochmal ein Flussteil, dann halten wir an. Da ist einiges rumgekommen bei Skelettstufe und Beschwerkunst bleibt. Dann können wir das schon mal reinschmeißen. Bei dem Ring. Noch ein Skelett extra. Skelettstufe sinkt ein bisschen, aber dafür haben wir jetzt dann 4 Skelette erst rein.
holen wir uns hier ein paar Flüsse. Ah, das wird nicht verdoppelt. Fuck. Hätte ich dann doch wieder hier die Heine hinmachen sollen. Dieses Ding nehmen wir uns auch noch mit. Würde ich eigentlich schon fast gerne hier hinsetzen. Machen wir hier. Goodie. Okay, der Fluss wächst weiter an. Oh, göttlich. Oh, das packe ich da links rein. Ast rein. Komm, noch so einen neuen, bitte. So, dann kriegen wir hier auch Gegner mit Seele. Passt, würde ich sagen. Oh, Vampirschloss. Ja. Noch mehr Viecher mit Seele, bitte. 1500 TP. Nice. Magische TP sind auch schon auf 172 angeschwollen. Fluss und Dickicht. Jo. Oh. Ups, das war gar nicht das Dickicht. Ja gut. Das war jetzt ungünstig, möchte ich mal meinen. Upsi. Dann hoffen wir einfach mal auf eine Vergessenkarte. Bauen einfach so weiter, als wäre da nichts gewesen. Noch einen Hain. Nee. Ich muss jetzt langsam mal ein paar Kärtchen sparen. Gerade gesagt, dann haut gleich eine Ruine raus jetzt hier. Zack, machen wir hier rein. Oh, nice. Eine Vergessenkarte. Tschüss, Fluss. Du musst leider hier ein bisschen weiter wachsen. Upsi, upsi, upsi. Upsi, pupsi. Nice. Ein Dickicht. Zwei Dickicht. Yes. Der Kampf ist sehr lohnend, möchte ich meinen. Yo. Ja, bauen wir hier gleich weiter. Oh, ich hätte hier einen reinsetzen müssen. Müssen sollen dürfen. Noch mehr Ruinen kann ich mir jetzt gerade nicht leisten. Ich möchte den Boss jetzt auch... Ah, will ich den schon spawnen? Ich würde schon noch gerne in den Loop laufen. Wir haben die Skelettstufe für einen weiteren Loop. Ach, Legionär. Ist ein bisschen glitschiger mit dem Schleim am Start. Mhm. Ah. Den Fluss, oder? Okay, das triggert noch nicht. Ich glaube, das wird auch nicht triggern. Okay, aber jetzt muss ich mich echt zusammenreißen. Und ich glaube, unsere Angriffsgeschwindigkeit ist jetzt auch gut genug. Das heißt, wir könnten an den Flüssen andere Sachen reinmachen. Max TP zum Beispiel. Mhm. Das werden wir demnächst in Angriff nehmen. So. Aber erstmal den Loop zu Ende bringen. Der Bluthain. Brauchen wir auch gerade nicht wirklich. Gerade sieht's gut aus. Es gefällt mir, wie es läuft. Vielleicht sollten wir den Boss doch schon spawnen.
Wir spawnen den Boss, ja. Wir spawnen den Boss. Und werden den Fluss mit Bergen weiterführen. Hier können wir vielleicht noch einen Bluthain reinmachen. Ja, komm. Hätte ich jetzt noch einen Hain, würde ich den dahin aufsetzen. Das Ding bauen wir uns auch noch hier rein. Und der Boss ist unterwegs. Nice. Ja komm, die 4% nehmen wir auch noch mit. Noch ein Vampirschloss? Ja. Jede Seele, die wir auslöschen, gibt unserer Seele mehr Power. Das dürfen wir nicht vergessen. Toll, 3 Vororte gedroppt. Brauchst du auch kaum erzählen. Schade, kein Skelett mit drauf. Ah, noch ein Flussteil. Jo. Noch eine Schmiede? Scheiß drauf, noch eine Schmiede. Halt, da ist sogar noch eine hier. Sicher ist sicher. Da bauen wir für die nächste Runde auf jeden Fall oben links noch eine Schmiede hin. Und 10er. Aber wieder kein Bonus-Skelett drauf. Ah, das würde aber unsere Skelettstufe um 2 Ganze stärken. Okay, wir bauen hier noch eine Schmiede dazu. Okay, da ist ein Hain aufgeploppt. Den können wir auch noch brauchen da unten. Ah, das sind die Beschwörkunst. Das möchte ich auch nicht wirklich. Das Buch versuche ich mir aufzuheben. Upsi. Ah, scheiße, das war idiotisch. Nee, passt schon. Passt schon. Die sind vorne dran. Vorne ist okay. Wo sind wir? Da oben. Okay, der Fluss geht weiter. Ah, hier noch einen Berg. Da kommt der Fluss auch dran vorbei. Ist auch schön, dass die Schmiede die hinteren 2 nimmt. Wieso kann ich das denn nicht switchen? Geht das nur außerhalb vom Kampf? Nee, passt schon. Wollte gerade sagen, das ging doch sonst auch. Dickichtwald brauchen wir nicht. Noch mehr Ruinen. Haben wir noch irgendwo? Nicht wirklich. Haben wir noch einen Bluthain? Nope. Dann lassen wir die Ruinen auch weg. Das Buch kommt hier mit nach vorne. Vielleicht kriegen wir noch eine Möglichkeit, das irgendwie einzusetzen. Da bräuchte ich halt hier was mit Max-Skeletten. Habe ich einen Ring mit Skelette plus 1? No. Dann gebt ihr mir welche. Ich pausiere schon mal. Nice Fluss. Oh, wir sind schon wieder über der Zeit. Eieieiei. Dann sollten wir hier vielleicht einen kleinen Cliffhanger machen. Ach nee, komm, mach mal noch ein Feld. Ein Feld noch. Komm schon, gib mir irgendwas an Ringen. Nee, kam nicht dazu. Dann bauen wir den Berg noch hier hin.
Dann heißt's nächste Folge gegen den dritten Miniboss auf der Map. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.